Die ersten paar Drei hat Michelle schon hinter sich. In ihrer Sendung ist sie mit Prominenz aus allen Bereichen unterwegs, wie dem Rennsportler Nil Cani, mit dem Altbundesrat Adolf Ogi oder auch mit dem Berner Musiker Ricci. Fix zum Sendungskonzept gehört dabei Challenge, wo die Prominenten dürfen bestimmen. Und da hat Michelle schon bei ihren ersten Drei gemerkt, sie muss auf alles gefasst sein. Also, da sind fast keine Grenzen gesetzt. Das kann sein von Bungee-Jumpen, was so ein bisschen das Schlimmste wäre für mich, bis hin zu irgendwie eine Stunde Sport treiben, was auch relativ anstrengend könnte werden, oder irgendein Rennen oder irgendeine Freizeitsportart, die der prominent macht. Also es ist Chaos sein. Michelle weiss jeweils nicht, was auf sie zukommt. Sie erfährt erst am 3 Tage selber, was der prominente Sendungsgast mit ihr vorhat. Ich gehe jeweils vorgängig ein bisschen recherchieren über die Promis, damit ich weiss, was sie für Hobbys haben. Dass ich mich vielleicht darauf vorbereiten kann. Aber ehrlich gesagt, ich bin schon das eine oder andere Mal überrascht worden, was ich so nicht erwartet hätte von einem Prominenten, dass er das als Hobby hat. Und ja, es wird spannend auf jeden Fall. Ungewissheit also, die Michelle künftig damit wird müssen umgehen. Koordinieren tut das Ganze der Markus von Chenu. Er ist Mitproduzent und schaut jeweils zusammen mit den Prominenten, was der Sendung gemacht werden soll. Was sind die Herausforderungen? Ja, die Herausforderungen sind vielfältig bei dieser Sendung. Zuerst geht es mal darum, einen Termin mit dem Prominenten zu finden. Dann an diesem Tag um die drei muss das Wetter stimmen und die Locations, die man herwetten. Und drittens ist es nicht ganz einfach, das Ganze von Michelle Keim zu halten, denn die darf von der Challenge, die ich mit dem Prominenten mir ausdenke, natürlich nichts wissen, bis zu dem Zeitpunkt her, wo wir sie drehen, für sie so richtig in die Schweiz zu bringen. Es ist eine Sendung mit viel Action, Emotionen und Prominenz. Auch die Prominenten von einer anderen Seite zeigt, von ihrer privaten Seite. Und eine Sendung, die Michelle so einiges abverlangt und auch sie von einer anderen Seite zeigt, typisch Michelle halt. Es ist wirklich auch schon anstrengend geworden, wo ich mir schon dachte, mein Gott, was hast du da aufgehalten mit dieser Sendung? Aber trotz allem, trotz der Anstrengung, muss ich sagen, ich freue mich auf das, was noch kommt, ich freue mich auf die prominenten Gäste und ich freue mich auf die Herausforderungen. Die neue Sendung gibt es ab dem Dienstag ab der 19:30 alle zwei Stunden auf Telebern zu sehen. Jede Woche mit neuen spannenden Gästen und Herausforderungen.